Ja, sehr geehrter Herr Landrat, Dr. Kubert, Dr. Römer, liebe Gäste, als Bürgermeister der Gemeinde Biebensee darf ich Sie hier heute Abend in der Landstagshalle herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich, dass hier aus dem ganzen Landkreis doch sehr viele interessierte Bürgerinnen und Bürger den Weg zum Landstag in Habach gefunden haben. Ein ganz besonderer Gruß heute Abend natürlich unserem Landrat Dr. Rainer Kubert, der gemeinsam mit Dr. Römer und seiner Fachabteilung hier verantwortlich zeichnet. Herr Landrat, herzlichen Dank, dass Sie für die Veranstaltung in diesem Monat hier in Habach durchführen. Die letzte Veranstaltung war auch sehr gut besucht in Frankenau. Ich denke, das ist eine sehr gute Auftaktveranstaltung gewesen für die heutige Veranstaltung und ich hoffe, dass wir heute viele Informationen bekommen werden. Ein ganz besonderer Gruß gilt natürlich Ihnen, die Interessierte aus den Vereinen und Verbänden, Sie hier doch die einfachen Informationen heute erhalten sollen, aber auch das Gespräch, was sicherlich auch der Ziel des Abends ist, wird sicherlich vieles für Sie bringen. Zu meiner Person, wer mich nicht kennt, mein Name ist Volker Becker, ich bin Bürgermeister seit 2005 hier in der Gemeinde Biebensee und die Gemeinde Biebensee ist eine ländlich strukturierte Großgemeinde mit rund 121 Quadratkilometern, 13 Ortsteile und 5000 Einwohnern. Bei uns wird das Ehrenamt und die Vereinsarbeit sehr, sehr groß geschrieben. Und das sind ja die wesentlichen Säulen auch in den Örtlichkeiten, im gesellschaftlichen Leben. Und ohne das Ehrenamt könnte sicherlich vieles, vieles nicht umgesetzt werden. Deshalb gebührt Ihnen allen mein großer Dank und Anerkennung. Da spreche ich sicherlich auch im Namen vieler hier. Wir sind in der Gemeinde Biebensee in den vergangenen Jahren hier in der Liederförderregion Naturpark Biebensee aktiv gewesen. Die Förderperiode ist ausgelaufen. Und wir werden auch in der nächsten Förderperiode uns bewerben, gemeinsam mit Nordwaldeck, gemeinsam mit der Region Biebensee. Und da möchte ich schon jetzt auf die Auftaktveranstaltung am 9. April hier nächste Woche um 18 Uhr darauf hinweisen. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, hier an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen. Ich wünsche Ihnen allen und uns jetzt einige schöne, interessante Stunden, viel Informationen und bleiben Sie im Ehrenamt treu. Nochmals herzlichen Dank. Und ein wichtiges Aushängeschild unseres Ehrenamtes ist die Landjugend, nicht nur hier in Habach, sondern auch in Wirmichhausen, auch in anderen Ortsteilen der Landjugend in Habach. Ich denke mal, hat nochmal einen herzlichen Applaus verdient für den schönen Tanz, für die schöne Vorführung. Und Sie sind heute auch verantwortlich für die Bewirtung. Also wer Hunger hat oder Durst, herzlich eingeladen, um mal um die Ecke zu gucken. Nochmals herzlichen Dank, viel Spaß. Ich weiß, dass ihr eine ganze Palette an unterschiedlichen Tätigkeiten und Merkmalen, Verbundenheit und Liebe zur Region vertreten ist am heute Abend. Im Alten Testament heißt es an einer Stelle, ihr seid das Salz der Erde. Das soll vielleicht zum Ausdruck bringen, wie wichtig die Menschen sind, die heute Abend hierher gekommen sind, um mit uns gemeinsam diesen Fachtag zu verbringen, der unter der Themenüberschrift Ehrenamt und Verein steht. Ich will es ganz kurz machen. Dr. Römer hat mir eine Rede aufgeschrieben, dann wird sich wundern, sie wird nicht gehalten. Wir haben ein sehr ambitioniertes Programm mit vielen Themenschwerpunkten und die sollen heute im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Ich möchte aber von zwei Begegnungen in den letzten 14 Tagen berichten. Verzeihen Sie, meine sehr verehrten Damen, mit zwei Männern, die mich sehr geprägt haben und sehr beeindruckt haben in dem, was sie sagten. Der eine war unser Landesbischof Dr. Hein, der den Sprengel Waldeck, Kirchenkreis Eisenberg-Twiste, besucht hat. Wir sind am Vorabend seiner Visitation, wie es heißt, zusammengekommen und haben über wesentliche Fragen gesprochen, die uns gesellschaftlich berühren. Unter all den Themen, die man ansprechen kann, über die zu diskutieren gilt und steht, kam am Ende heraus, dass nichts geht ohne die Vernetzung untereinander. Dass die Menschen, egal welcher Denkweise sie sind, was sie machen, was sie tun, was sie möglicherweise auch trennt, dass wir aber immer wieder die Wege zueinander finden müssen, denn allein wird das immer schwieriger und das ist ja die Thematik, die uns heute zusammenführt. Also Vernetzung ist das große Zauberwort, das unsere Dörfer
in die Zukunft retten mag. Und glauben Sie mir, ich habe in den letzten Wochen an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und man spürt schon sehr wohl, dass die Menschen, die an den Orten, an denen sie tätig sind, immer wieder ins Geschirr gehen müssen. Das sind die besten Pferde im Stall. Sie sind nicht nur in der Feuerwehr oder im Sportverein aktiv, sie sind in der Kirche, in kulturellen, sozialen Gruppen unterwegs und werden kaum müde, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Auch diese Müdigkeit habe ich dann eben doch gespürt. Und das ist etwas, worüber wir ernsthaft sprechen müssen. Es sind zu wenige, wir brauchen neue Akteure, denn das Vereinsleben verändert sich einfach schleichend und zwar diametral. Die Vereinsmitglieder werden in der Regel, nicht überall, aber in der Regel älter. Das Verhalten der Menschen ändert sich aus. Sie kommen nur noch sporadisch in den Verein, in solche sogenannten Projektchöre, Projektgruppen. Wenn das erledigt ist und das Interesse erschlafft, geneigt sich wieder zurückzuziehen. Das ist ein Phänomen, mit dem wir einfach lernen, umzugehen lernen müssen. Die zweite Person, die mich sehr beeindruckt hat, war unser Bundespräsident, bei dem ich vor 14 Tagen zu Gast war, im Zusammenhang mit einer Tätigkeit innerhalb des Wettbewerbs unserer Dorfer Zukunft. Und in einem Gespräch fragt er mich, was ist denn eigentlich das Rezept der erfolgreichen Dörfer, die Sie kennengelernt haben? Das ist eigentlich alles ganz banal, da kann man ganz große Philosophien drüber anstellen und diskutieren und was auch immer. Aber das Grundelement all dessen, was uns zusammenführt, ist die Einigkeit in den Dörfern. Wenn die nämlich nicht gegeben ist, wenn die Menschen sich nicht zugeneigt sind, miteinander sprechen und versuchen, etwas für die Zukunft zu tun, egal wer das ist, ohne diese Einigkeit geht überhaupt nichts. Und das unterscheidet nämlich auch die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen. Dass man kommuniziert miteinander, dass man redet und spricht, Sachen verabredet und sich daran hält und danach handelt. Und da bin ich dann wieder ganz nah bei unserem Bischof, der ja eben auch diese Netzwerke, die Kommunikation untereinander angesprochen hat. Und in diesem Kontext begreife ich den heutigen Abend, dass wir in den Diskurs gehen, dass wir kritisch ansprechen, was nicht so gut ist, dass wir auch loben, was lobenswert ist. Ich wünsche uns allen einen guten, gesegneten Abend mit vielen Gesprächen, dass am Ende vielleicht auch das eine oder andere Ergebnis, das Sie gerne mit nach Hause nehmen dürfen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie gekommen sind und bedanke mich bei Dr. Römer und seinem Team, der diese Veranstaltung so engagiert durchführt und vorbereitet. Herzlichen Dank und dann gutes Abend.